Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Und gleich am Anfang dieser Folge würde ich euch gerne mal zeigen, was ich mir nebenbei noch so erspielt habe. Ich habe nämlich eine ganze Menge gemacht. Wie ihr da oben links seht, bin ich jetzt mittlerweile schon Elite-Vollstrecker vom Rang her und habe einige Gesundheitsbalken mehr. Und ich würde euch gerne noch zeigen, was ich mir so gekauft habe und was ich für Waffen habe. Das sind zum einen, bei den einhändigen Schwertern habe ich jetzt schon mittlerweile den Offizierssäbel. Den habe ich auch schon komplett verbessert. Und ich habe mir auch eine neue Pistole gekauft. Arnos Pistole, die habe ich auch schon verbessert. Also es gibt hier wirklich richtig geile Pistolen, die hatte ich davor. Ich kann euch ja mal noch die anderen zeigen, was es hier gibt. Dreischüssiger Entenfuß. Vergoldete Pistole. Fünfschüssiger Entenfuß. Kostet schon 200.000 Franc. Und solide Langwaffe. Die macht natürlich ordentlich Schaden. Die kann ich mir aber nicht leisten. Ist auch egal. So. Ah ne, ich wollte euch ja noch bei Pistolen was anderes zeigen. Es gibt ja auch noch hier die Gewehre. Da gibt es die verschiedenen Sachen. Auch geil, die Knarre hier. Ja. Die muss ich mir freispielen durch das DLC, also durch das andere Ding da. Dead King oder wie sich das da nennt. So, bei Ausstattung habe ich mir auch was Neues gekauft. Wie ihr seht, gibt es hier allerhand. Das könnt ihr euch alles kaufen und auch verbessern. Und da unten rechts die Modifikation. Da seht ihr ja dann im Endeffekt, was man alles dann verbessern kann. Ich habe aber das hier genommen. Damit habe ich mehr Reichweite im Adlerauge, Dauer des Adlerauges, Adlerauge-Abklingzeit und mehr Gesundheit. So, dann habe ich mir... Was habe ich mir geholt? Ja, meisterlicher Phantommantel, auch schon verbessert. Da seht ihr ja rechts die Modifikation. Nahkampfpanzerung, 10% besser. Unterarme, verbesserte Lauerarmschienen. Alles auch schon verbessert durch die Credo-Punkte. Ich habe ordentlich gesammelt. Mehr Munition kann ich mittlerweile auch schon tragen. Verbesserter mittelalterlicher Gürtel habe ich mir geholt. Dadurch kann ich mehr Medizin aufnehmen, mehr Rauchbomben und mehr Kirschbomben. Und bei den Beinen, ja, habe ich die verbesserte mittelalterliche Kniehose. Dadurch reduziert sich der Fallschaden, die Fallgeräusche, die Laufgeräusche und, wie könnte es anders sein, auch wieder mehr Gesundheit. So. Das wollte ich euch mal schnell zeigen, bevor die Folge so richtig losgeht. Und dann gehen wir auch mal zur nächsten Hauptmission. Und dann gucken wir doch mal. Wo muss ich denn hin? Ach, da oben hin. Was uns dort erwarten wird. Ich spiele es ja blind, aber ich habe, wie gesagt, im Vorfeld ein wenig Arno verbessert, ja? Okay. Das wäre denn jetzt die Hauptmission. Sequenz 5. Erinnerung 3. Der Prophet. Und dann geht's auch schon los. Ja, der altbekannte Ladebildschirm. Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Sollen wir mit ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters? Die kommen schon alleine klar. Schätze, du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft. Tja, Arno, das ist eine gute Idee. Lafreniere eliminieren. Okay. Hier gibt es 4 Zugänge, 42 Wachen, 4 Alarmglocken und 5 Verstecke. Na, okay. In einem Heuhaufen warten. Okay, ich versuche mal, wieder die optionalen Missionsziele zu erreichen.
Das Ding ist nur, ich sehe gerade, da hinten ist auch eine Alarmglocke. Ob ich die nicht schon sabotieren könnte? Weil die müsste ja dann eigentlich auch zum Missionsziel dazugehören. Hoffe ich doch mal. Die befindet sich hier unten. Das ist hier der kontrollierte Abstieg. Dafür gibt es dann auch Credo-Punkte, wenn ihr das richtig macht. Lass mal gucken, befinden sich hier irgendwelche Wachen in der Nähe? Ja, da hinten wären welche, aber die interessieren uns jetzt weniger. Ich sabotiere jetzt mal die Glocke. Dafür gab es dann auch wieder 100 Credo-Punkte. So. Damit haben wir schon mal einen von vier Alarmglocken sabotiert und dann versuche ich nochmal in dem Gebiet, wo ich jetzt eigentlich hin muss, denn die restlichen drei zu sabotieren. Und mich natürlich dann auch in dem Heuwagen zu verstecken. Immer schön gucken mit dem Adlerauge. Okay. Gucken, ob das hier alles so klappt. Okay, das wäre dann jetzt die zweite. Was geht hier vor? Einige Friedhofswärter haben mehr gehört als sie sollten. Sie sind in so. Ich nehme mal noch hier den Lastenaufzug. Dafür gibt es auch wieder 100 Credo-Punkte, glaube ich. Genau, also so habe ich das alles schön gesammelt. Ich habe ordentlich Credo-Punkte gesammelt, das kann ich euch sagen. Also ich habe bestimmt zwischendurch locker an die 500, 700 Gegner getötet. Bin hier eine ganze Weile rumgerannt, habe mein Guthaben ordentlich aufgepeppt. So, da unten müsste ich dann hin. Aber ich schleiche mich mal rum und versuche noch die Alarmglocke zu sabotieren. Boah, ich hätte schon ganz gerne so viel wie möglich von den Herausforderungen in dieser Mission abgeschlossen. Da unten hätten wir wieder eine Alarmglocke. Da hinten steht aber auch eine Wache. In dem Heuwagen verstecke ich mich jetzt mal noch nicht. Ich versuche die Wache mal wieder mit den guten alten Kirschbomben anzulocken. Und mache gleich mal ein Attentat aus der Deckung. So, den will ich schon mal los. Dafür gäbe es auch wieder 50 Credo-Punkte. So, dann sabotieren wir die hier mal. Okay, haben wir die auch. Und da hinten ist dann eine weitere Alarmglocke. Aber wie ihr seht, befinden sich natürlich ein wenig mehr Wachen in diesem Gebiet. Den einen Typen, ich kann euch nur den Tipp geben, solche Leute mit Phantomklingen auszuschalten. Kopfschuss gibt 100 Punkte. Zeige ich euch das gleich mal. So. Wer bringt uns da alle um? Der eine Typ guckt. Ich lass dich ausbluten. Dem habe ich auch nochmal einen Kopfschuss verpasst. So könnt ihr ordentlich schnell Credo-Punkte sammeln. Kann ich euch echt nur den Tipp geben. Da hinten muss ich mir dann irgendwas beschaffen. Das werde ich auch gleich machen. Vorher versuche ich den hier noch schnell zu eliminieren. Okay, hat geklappt. Aber hier war doch noch irgendwo... Ah ja, da unten steht noch eine Wache. Die werde ich jetzt auch mit der Phantomklinge ausschalten. Sofern er stehen bleibt. Okay, von dieser Position kann ich wohl nicht schießen. Ich will mehr Männer auf den Mauern. Und verschließ die Tore. Der Meister gab genaue Anweisungen und die müssen befolgt werden. Okay, den habe ich nur leider so gekillt. Das war kein Kopfschuss, aber egal. Er ist auf jeden Fall eliminiert. Dann gucke ich nochmal mit dem Adlerauge. Okay, im Moment sind hier wohl keine mehr. Dann gehen wir auch mal hier runter. Und
sabotieren die vierte Alarmglocke. So, dann verstecke ich mich mal schnell, weil da hinten einer kam. Und den versuche ich jetzt auch mal ganz schnell mit der Phantomklinge auszuschalten. Ach Mist. André. Scheiße. Oh. Gut, den haben wir auch. Ich kann euch immer noch den Tipp geben. Plündert auf jeden Fall die Wachen. Denn die haben Munition dabei. Das braucht ihr auf jeden Fall. Und daher werde ich auch nochmal schnell hier rüber gehen. Und die andere Wache, die ich hier getötet hatte, auch noch plündern. Die Frage ist nur, wo war die? Okay, die ist nicht mehr so da. Irgendwas muss ich mir auf jeden Fall da hinten beschaffen. Da muss ich auf jeden Fall rein. Aber ich sollte mich doch noch in einem Heuhaufen verstecken. Ich mach das mal schnell. Aber eventuell gibt es hier auch noch einen anderen Heuwagen, der dann eine bessere Position hat. Sagen wir es mal so. Okay, da hinten gibt es noch einen Heuwagen. Und hier gibt es auch noch einen Heuwagen. Okay. Gut. Die Alarmglocke sabotiere ich dann definitiv auch. Also es gibt vier Alarmglocken in diesem Gebiet. Ja, ich hätte nicht die da hinten wählen müssen. So, jetzt versuche ich die nochmal mit der Phantomklinge auszuschalten. Geht irgendwie nicht. Schade. Dann versuche ich das mal so. Gut. Das war auch wieder ein Kopfschuss. Wieder 100 Credo-Punkte. Und da es ein Phantomklingenkill war, gibt es auch nochmal 50 Punkte obendrauf. Leider kann ich den irgendwie nicht plündern. So, die Glocke sabotiere ich auch mal. Die Credo-Punkte nehme ich gerne mit. Ich möchte nämlich bald wieder einen Rang aufsteigen. So. Irgendwas muss ich mir da hinten beschaffen. Gucken wir mal schnell, was ist denn das? Hier steht genau, wo Lafreniere sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Noch leichter hätten sie es mir kaum machen können. Hab ich dich. Okay, das ist also die Route, wo er langlaufen wird. Dann würde ich doch mal sagen, ich verstecke mich in diesem Heuwagen. So, das war nochmal ein Doppelreim. Und dann warte ich jetzt auch erstmal. Mal gucken, was kommt. Ich liebe es, wenn mein Ziel zu mir kommt. Tja, ich hoffe, der läuft auch in der Nähe da lang. Einen Moment, Bürger! Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. Falsche Propheten mischen sich unter das Volk und versprechen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Bastarde! In unserem eigenen Orden fordern falsche Brüder, dass wir die Wahrheit verleugnen und verbünden sich mit eben jenen, die wir bekämpfen. Und immer, immer lauern die Assassinen in ihren Schatten und warten auf ein Zeichen der Schwäche. Verräter! Unsere Feinde glauben, uns die Waffen zu nehmen, beraube uns unserer Macht. Ich denke, dass die Verfechter der Wahrheit nicht so leicht zu besiegen sein werden. Wo bist du? Bürger, sofort stehen bleiben! Okay, Attentate aus Deckung.
an! Haltet euch bereit, Brüder! Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite! Aha! Zwei von drei habe ich schon mal. Das Ding ist nur... Dort oben gibt es einen Scharfschützen. Also warte ich mal kurz. Ist alles vorbereitet? Oui, Monsieur. Die Männer kennen ihre Pflicht. Die Bastarde entkommen uns nicht. Sehr gut. Der Feind stand uns das letzte Mal. Ja, Meister. Ich warte mal noch einen Augenblick. Okay. Jetzt bin ich wohl wieder inkognito. Und versuche mir mal meinen Weg hier lang zu bahnen. Ich erwische dich schon, du Rechter! Dafür wirst du bezahlen! Ich hab dich tot, bevor du es merkst! Okay, auf jeden Fall erstmal die Schützen hier ausschalten. Ja, Leute, mit Knarre schießen kann ich auch. Komm, Arno. Okay, das ist hier nicht so ganz einfach mit den ganzen Leuten. Okay. Okay, noch ein paar Reflexschuss. Okay, der ist auch erstmal hin. Kann ich den noch mit der Knarre töten? Wohl eher nicht. Okay, den versuche ich mal schnell anzulocken. Dich finden und dann lege ich dich um. Und den hier mal runter. Ja, das klappt nicht so richtig. Den muss ich mal schnell töten. Ich mach dich nieder. Echt jetzt? Na dann komm doch her. Versuch mich mal schnell nochmal zu verstecken. Du entkommst nicht, du Made! Okay, somit habe ich das Attentat aus der Deckung. Arno? So. Dann werden wir mal hier schnell hochklettern. Und uns die Scharfschützen hier schnappen. Komm. Und dann versuche ich mal meinem Ziel zu folgen. Und es auch zu eliminieren. Mist. Tod allen Feinden der Freiheit! Ich bin genau hier, Sonnenschein! Schon haben wir's. Hab zwar für ein wenig Action gesorgt, aber was soll's. Ihr traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann. Ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre.
Übergebt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. Aus dem Gebiet fliehen. Aber vorher macht ihr nochmal klar. Schlag dich tot! Hier bei dem Typen hier mit der Stangenwaffe fertig machen. Bleib nicht ungesühnt! Da! Wie bezahlst du? Wie ihr seht, macht der Säbel schon ordentlich Schaden. Und meine neue Rüstung. Na komm, ich will nochmal Credo-Punkte haben. Das zeige ich euch nochmal, wenn ihr eine perfekte Parade habt. Ich da auch nochmal 100 Credo-Punkte für. Okay. Das war's dann eigentlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Mit der neuen Ausrüstung läuft das natürlich alles wie geschmiert, wie ich finde. Muss jetzt nur noch aus dem Gebiet entkommen. Was ich jetzt auch machen werde. Oh, Tabak gab's auch. Ja, halt mal lieber die Augen offen. So. Haben wir hier vielleicht auch irgendwie einen Heuwagen, wo ich reinspringen könnte? Wenn nicht, machen wir nochmal den kontrollierten Abstieg. Habt ihr das gesehen? Jawoll! Mit allen Herausforderungen abgeschlossen. Sabotierte Alarmglocken, Attentate aus der Deckung habe ich gemacht. Das hätte man zum Anfang vielleicht etwas besser machen können, aber ich habe es ja hinbekommen, wie dem auch sei. Und da gab es auch eine Trophäe für. Ich denke mal, ich habe Sequenz abgeschlossen, also Sequenz 5, Erinnerung 3, der Prophet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und der ein oder andere schaltet auch das nächste Mal wieder ein, würde ich mich freuen. Bis dahin sage ich Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed Unity.